Hallöchen YouTube. Ja, ich stelle euch heute wieder ein Video vor mit meinen exklusiven Spielen. Ich habe ja mehrere Videos gemacht. Einmal Top 15, Top 10, Top 20, Top 25. Heute stelle ich euch wieder Top 20 vor, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und heute ist es die Xbox 1. Das erste Spiel, was ich heute vorstelle, ist Half-Life 2. Half-Life 2 ist auf Konsolen exklusiv. Natürlich gibt es auch Spiele, die auf PC erschienen sind, aber ich mache jetzt nur exklusiv auf Konsolen. Ja, hat eine gute Grafik damals gehabt, eine gute, interessante Story. Aber hat mich jetzt auch nicht so begeistert, dass ich sagen würde, ist ein super Hammerspiel, das jeder haben muss. Aber ich fand es doch recht gut und deswegen habe ich es in die Top 20 genommen. Muss man nicht haben, aber kann man sich kaufen, wenn man einen interessanten Ego-Shooter will. Platz 19 ist Hunter the Reckoning Redemir und ja, ist ein Hack and Slay. Geht zu viert, finde ich sehr cool. Gibt auch den ersten Teil für Xbox 1 und ich glaube, wurde auch für die PS2 umgesetzt. Der Teil spielt, glaube ich, 13 oder 10 Jahre nach dem ersten Teil. Ziemlich cool, finde ich. Grafik war auch ziemlich cool gemacht. Vielleicht sieht man es ein bisschen. Hier, das sind die Figuren, die man spielen kann. Kaylin, Spencer, Samantha und so weiter. Ja, wer auf Hack and Slay steht mit Zombies und Riesenspinnen und Golem und was es alles gibt und Monstern und denen mal gerne in den Arsch tritt, sollte sich dieses Spiel kaufen. Für Jungs und Mädchen. Dann Rennspiel, Project Gotham Racing 2, ist ein schönes Rennspiel, nicht so wie Forza oder Gran Turismo, sondern, okay, es ist schon ein Rennspiel, aber man kriegt hier für alles Punkte, fürs Driften, fürs Rennen selbst, fürs Überholen und so. Ziemlich gut, gibt auch, glaube ich, zwei Teile für die Xbox 360, 3 und 4, habe ich aber leider nie gespielt. Der zweite Teil war für mich bis dahin der beste Teil von der Serie. Es gibt ja auch noch den inoffiziellen ersten Teil für die Sega Dreamcast, das waren dieselben Entwickler, Metropolis. Auch ein cooles Spiel. Dann kommen wir zu Jet Set Rally Future. Ist auch ein zweiter Teil. Der erste Teil kann man sagen, ist auch auf der Dreamcast erschienen. Der zweite Teil dafür die Xbox. Man ist hier ein Inline-Skater. Ich glaube, man kriegt die Aufträge vom Professor. Man muss hier halt seine Graffitis machen, neue Airlines-Tricks lernen, kennenlernen, von der Polizei flüchten dann und gegen andere Banden sich anlegen. Fand ich auch sehr cool, ist auch ein bisschen funky, weil ich weiß nicht, ist irgendwie so und ziemlich cool. Kann man auch sich kaufen. Dann ein, ich muss ein bisschen schnell machen, weil ich habe das eben schon mal gemacht, das Video, und dann hatte ich 17 Minuten, ihr wisst, ich habe mich drauf die Zeit gedacht, ich kann nur 15 Minuten machen, warum auch immer. Ein Spiel, was hier nie in Deutschland erschienen ist, Land of the Dead, Land of the Dead, Entschuldigung, ist ein Ego-Shooter mit Zombies. Grafik ist gar nicht so gut. Aber ich finde es einfach cool, weil es mit Zombies ist. Kann man hier vielleicht ein bisschen sehen. Man startet auf so einer Farm und ja, hat ein normales Gewehr. Später kriegt man dann M16, Magnum, Entschuldigung, Colt und was weiß ich. Ziemlich cool finde ich das. Und ja, wenn man Zombie-Filme mag, sollte man sich eventuell mal das Spiel ansehen. Dann Fable. Fable, ja, kennt wahrscheinlich eh jeder. Es gibt ja auch zwei Teile für die Xbox 360. Fable ist ein Action-Rollenspiel, wo man ja freie Entscheidungen hat als mehr als in anderen Spielen zum Beispiel. Zum Beispiel, man kann zum Beispiel eine Bande töten, eine Böse, oder man wird selbst zum Bösen und geht in die Bande. Alles, was man macht, hat Entscheidungen. Man kann gut sein, kann böse sein. Wenn man mehr böse ist, dann haben die Menschen von einem Angst. Ist man gut, dann sind die Menschen auch gut zu einem. Ja, kommt eben darauf an, wie man sich verhält. Ich finde es ziemlich cool und gibt, glaube ich, auch eine Erweiterung davon für die Xbox 1. Meine ja, kann man sich ruhig kaufen. So. Dann Breakdown. Breakdown ist ein Ego-Shooter. Action-Titel kann man sagen. Ein bisschen anders, weil man ist ja sozusagen Supersoldat. Nur man weiß es nicht, man hat Amnesie. Und man wacht, glaube ich, vom Koma auf einer Station, überall sind Soldaten und ja, man lernt dann in dem Spiel selbst seine Kräfte mehr kennen. Ist schneller, hat einen Superschlag und das ist übrigens der Gegenspieler. Dich in der Mission muss man, glaube ich, schon den Abhauen gegen die kämpfen. Ich kriege auf jeden Fall nicht besiegt, ich bin zu blöd dafür gewesen. Grafik ist zwar nicht die beste, hat mir aber auch sehr gut gefallen, das Spiel. Man spielt hier übrigens, ich glaube, der Typ heißt Cole, der da drauf ist. Kann man sich aber auch kaufen. Dann ein Kriegs-Ego-Shooter, Man of Valor. Man of Valor spielt in Vietnam, also in dieser Vietnamkrieg.
Ist jetzt auch nicht so optisch gut oder so, hat auch ein paar Bugs, aber es gefällt mir halt gut, weil man es kooperativ zusammenspielen kann in Zweispielermodus. Und ja, die Geschichte ist ganz okay. Man geht da halt rein, sucht seinen Bruder, der auch im Krieg ist. Ob man ihn findet, sage ich jetzt nicht. Und den zweiten Spieler ist dann praktisch derselbe Spieler auch wie der erste. Also man ist wie bei Halo, es gibt dann eben zwei davon. Ist aber ziemlich cool, hat aber auch ein paar echt harte Stellen, wo ich manchmal das Pad in die Ecke geworfen hätte. Habe ich aber nicht. Ja, macht Spaß und wenn man sowas mag, kann man sowas kaufen. Dann ein Beat'em Up, man kann ja nicht nur Ego-Shooter spielen. Dead or Alive 3, es gibt auch ein Dead or Alive Remix-Spiel, da sind Teil 1 und 2 auf der Xbox. In HD eben dann, ach nicht HD, also in Grafik eben, gut verbesserte. Und das ist der dritte Teil, der erschien ziemlich am Anfang der Xbox 1. Hatte auch damit schon eine sehr schöne Optik. Ich mag Dead or Alive neben Tekken sehr gerne. Nein, nicht weil die weiblichen Charaktere weibliche Form haben, die sich unnormal bewegen, sondern weil Dead or Alive ziemlich schnell ist, ziemlich coole Charaktere hat. Deswegen mag ich auch Dead or Alive. Teil 3 finde ich übrigens besser als dieses Remix. Jade Empire ist ein Rollenspiel von den Machern, die auch Star Wars Republic gemacht haben. Das bedeutet, man hat hier, wenn man mit Charakteren spricht, mehrere Antwortmöglichkeiten und das hat dann Auswirkungen auf das Spiel. Gibt es auf dem PC. Was an dem Spiel so gut ist, finde ich, dass die Geschichte auf chinesische, ja, waren das Fantasiemärchen oder steht das nicht da? Ne? Nee, chinesische Legenden basiert. Und wenn ihr so einen asiatischen Look mögt, dann oder die Star Wars Spiele davon gemögt habt, könnt ihr euch das ruhig auch zulegen, finde ich. Hat mir viel Spaß gemacht. Wo wir bei Star Wars sind, kommen wir zu Star Wars. Star Wars Republic Commando. Ja, das ist ein Star Wars Spiel. Man spielt dieses Squad-Team. Man spielt ein Stormtrooper-Team dann eben. Und ja, ist ziemlich cool gemacht. Spielt sich an, spielt sich wie die alten Rainbow Six-Teile, ist nur besser, sieht auch besser aus. Hat mir sehr gut gefallen. Ich war am Ende enttäuscht, dass es schon vorbei war. Was mich halt ein bisschen in dem Spiel stört, man kann es nicht zu zweit spielen an einer Konsole. Nur online geht es, glaube ich, zu 16 Mann gegeneinander in Deathmatch-Modus. Habe ich nie gemacht. Aber ist ein ziemlich cooles Star Wars-Spiel. Eins der besten, würde ich sagen sogar. Weil, ich weiß nicht, war einfach cool. Es gibt da so viele coole Missionen. Muss man einst als Star Wars, dann muss man das, glaube ich, haben. Dann kommen wir zu Ninja Gaiden. Ninja Gaiden ist ein Action-Hack'n'Slay. Ziemlich schwer, kann man sagen. Aber sah damals cool aus. Gibt auch eine, auch hier eine Erweiterung davon. Kam ziemlich Ende der Xbox raus eben. Heißt Ninja Gaiden Black. Ist dasselbe Spiel, hat eben ein paar Zusatzsachen und ist noch härter als das. Und hat man, glaube ich, als. Wie heißt der Typ denn nochmal jetzt? Ich wollte gerade sagen Sasuke, aber das ist es nicht. Auf jeden Fall hat man da noch ein neues Kostüm, glaube ich, auch. Also, wenn ihr eine Herausforderung sucht, könnt ihr euch Ninja Gaiden kaufen. Gibt es hier auch, glaube ich, irgendein Remake und einen dritten Teil oder so für die Xbox und PS3. Ja, das kann man aber sich auch kaufen, wenn man die Xbox 1 hat und die Spielesammlung vergrößern will. Jetzt kommen wir zu Match Assault 2 Lone Wolf. Es ist die französische Version, ist aber auch in Deutsch. Ja, ist ziemlich cool. Also, ich fand den ersten Teil damals, den hatte ich vorher, den fand ich nicht so besonders. Dann habe ich ein bisschen gespielt und in die Ecke gestellt. Dann habe ich mir den Teil mal günstig bei eBay gekauft und war begeistert. Man kann hier aus dem Roboter aufsteigen, gegnerische Roboter nehmen. Hat mir super gut gefallen. Story weiß ich jetzt nicht mehr, aber war trotzdem irgendwie ein cooles Spiel. Ich fand ihn so gut, dass ich dann den ersten weitergespielt habe. Den fand ich dann auch gut, aber der zweite Teil, der ist echt. Also, der hat mich begeistert. Deswegen ist er bei mir auch in den Top 10, sind wir, glaube ich, schon. Jetzt kommt Forza Motorsport. Forza Motorsport hat es am Anfang bei mir schwer gehabt, weil ich war Gran Turismo 4 Fan dann und dann hab gedacht, Forza kann nicht gut sein. Dann habe ich es mir dann irgendwann doch mal gekauft und war begeistert, weil man hier seinen eigenen Soundtrack auch hören kann. Und es macht nichts, macht viel mehr Spaß, wenn man Rennen fährt und seinen eigenen Soundtrack hören kann. Aber auch so ist das Spiel ziemlich cool und ja, kann man sagen, Forza hat sich in den Jahren zu Gran Turismo zu einer der besten Serien, was Rennspiele angeht, entwickelt. Ich finde sogar, dass Teil 3 besser war als Teil 5 von Gran Turismo. Teil 4 habe ich noch nicht gespielt, aber ist nur Geschmackssache. Jetzt kommen wir so zum Sudiki, ist ein Rollenspiel von Climax. Das Cover finde ich ziemlich schön. Und ja, dieser Manga-Look ist auch cool, schön finde ich. Und ja, man hat hier, glaube ich, vier Charaktere: einen Schwertkämpfer, eine Magierin und die anderen weiß ich gar nicht mehr. War ein exklusives Rollenspiel, sonst wäre es ja hier nicht drin. Ja, genau, ist ja logisch. Aber ist ein schönes Rollenspiel, kann man sagen. Hatte eine schöne Grafik und es geht hier, glaube ich, um zwei Welten, Schatten und Licht. Die kämpfen sich und die wollen das halt vereinen. Kann man sich auch kaufen, finde ich. Na komm.
Auch. Ja, auch ein Halo ist drin, keine Sorge. Halo 2, ich finde Halo 2 besser als Halo 1. Was nicht verwunderlich ist, man konnte hier zwei Waffen in die Hand, kann man auf einmal eins, ich glaube nicht, man konnte auf einmal zwei Waffen in die Hand nehmen und es sah schön aus, was auch verständlich ist. Was mir aber an Halo 2 besser gefällt, man konnte hier Panzer fahren. Das fand ich so cool. Und ich fand auch die Mission cool, wo man Fahrzeuge fahren kann. Ich habe mit meinem Bruder in einer Mission, der eine hat eben den Jeep genommen mit ein paar Soldaten drauf, ich hatte einen Panzer genommen, dann sind wir da pom, pom, pom. Davon hätten die mehr Missionen machen sollen. Also ich fand Halo 2 besser als Halo 1 und ja, hatte zwar ein offenes Ende, wie immer, aber Halo 2 ist eins meiner Lieblings-Halo-Spiele. Ich finde sogar Halo 2 besser als Halo 3. Halo Reach habe ich noch nicht gespielt, weil meine Xbox ja kaputt ist, wie ihr wisst, die 360. Und werde ich mir aber noch kaufen, sobald ich eine neue Xbox habe. Und es kommt ja bald, am 15.11. kommt das Halo Remake. Mal gucken. Das ist bestimmt auch gut. Aber Halo 2 war bis dahin mein Lieblings-Halo. Und ich habe ja auch Halo Wars, und das ist mein Strategiespiel, ist auch ganz gut eigentlich. Jetzt kommen wir wieder zum Spiel, was wieder nicht in Deutschland erschienen ist. Stupid the Zombies, oder Stupid the Zombies, ist ein, ja, Zombie-Spiel, man spielt einen Zombie. Was das Coole ist, dass, oh, ich habe noch 4 Minuten. Man kann seinen Kopf abdrehen, dann kommt so Gas raus, dann werden die Menschen Zombies. Man kann seine Hand abmachen, damit auf Menschen gehen lassen, die dann steuern. Manipulieren, das geht auch zu zweit, dann ist spielt man halt wie bei Halo halt jeder den Zombie halt, ist aber sehr lustig, das hat zu viele Gags drin und ja, man kann sogar Menschen beißen, die werden Zombies, die kann man dann Befehle geben, dass die anderen Menschen angreifen, aber alles lustig gemacht, also ist es nicht wirklich Horror, aber ziemlich cool. Kommen wir schon zu den Top 3. Da war es schwer, da hätte ich jedes Spiel auf 1 setzen können, aber ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen egal. Armored of Dangerous. Ja, ist ein lustiges, humorvolles Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich gut verkauft hat, aber das war ein Spiel, das habe ich zwei, dreimal durchgespielt. Es ist einfach witzig, die Charaktere sind so bescheuert. Guck, ein Roboter, dieser Mann, ein Maulwurf und keine Ahnung, was das da ist. Nenn ihn mal einfach Hans. Ziemlich gut gemacht, ist ein Shooter-Spiel, Action-Spiel, manchmal Ego-Shooter. Hammer gemacht, sehr viel Humor. Ich habe noch nie bei einem Spiel so viel gelacht wie in diesem Spiel. Also, das sollte jeder Xbox-Besitzer sich kaufen. Ist wirklich sehr lustig. Also, ich habe mir da manchmal einen abgelacht. Das ist unnormal. Sehr tolles Spiel. Ist zwar jetzt nicht mehr das Schönste, aber es war trotzdem sehr lustig. Sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Dann ein Spiel, was sehr schön ist: Panzer Dragoon Orta. Und die Person spielt man auch. Die heißt Orta. Die sitzt auf dem Drachen. Man kämpft gegen ein böses Imperium. Die Menschheit verlässt sich auf dich. Wunderschöne Grafiken, Lichteffekte hat das Spiel. Ist ein, ja, man sitzt auf dem Drachen, dann kommen von links, rechts, oben, unten gegnerische Raumschiffe, Monster, Kreaturen. Die muss man dann abschießen. Sehr schön, ist praktisch wie Panzer Dragoon 1 und 2. Also, Panzer Dragoon ist sowieso schön. Und dieses Spiel ist wirklich sehr schön. Eins der schönsten Xbox-Spiele. Und jetzt zu Platz 1. Observer, Strangers Vergeltung. Und den spielt man auch, Stranger. Observer gab es auf PlayStation 1 mit Abe, dieses Hallo, Hallo. Und den dritten Teil auf Xbox, den habe ich leider nicht. Ja, und dieser Teil ist halt, man spielt einen Kopfgeldjäger eben. Und das Besondere an dem Spiel ist, die Munition, die man einsetzt, die lebt. Und die sind, ich weiß, die sind so bescheuert, dass es wieder lustig ist. Und das Spiel auch an sich ist lustig. Also man sieht die Figur immer von hinten, man kann aber auch in die Ego-Shooter-Sicht gehen. Und ich glaube, das Spiel wurde in Xbox Markt veröffentlicht nochmal als HD-Version. Bin mir aber nicht sicher. Ich meine aber ja. Wenn ja, könnt ihr das ja runterladen oder besser, ihr kauft euch das Original. Ist sehr, sehr tolles Spiel, finde ich. Finde ich sehr gut gemacht, sehr gute Synchron, alles perfekt. Das ist auch in Deutsch. Auch komplett in Deutsch und auch sehr gut. Panzer Dragoon ist, glaube ich, nicht in Deutsch gewesen. Also hat es nur deutsche Texte, weiß ich nicht. Ja, das war meine Top 20 von Xbox Exklusivtitel. Hab ja auch schon Videos zu PlayStation 2, Dreamcast, Xbox 360, PS3, PSP gemacht. Könnt ihr euch ja auch mal angucken. Vielleicht verlinke ich die unten. Wenn ja, seht das hier in der Beschreibung. Ich sage auf Wiedersehen, würde mich über Kommentare und Bewertungen freuen. Macht's gut, habt einen schönen Feiertag. Tschüss.